Manager-Video heute im Gespräch mit Frau Sabine Leidig. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, uns hier in Ihr Büro im Deutschen Bundestag einzuladen, Frau Leidig. Und das ist ja im Rahmen unserer Reihe, die wir seit Januar 2019 führen, Politik im Gespräch. Da haben wir jeder Partei, die im Bundestag vertreten ist, die Möglichkeit gegeben, ihre bahnpolitischen Meinungen zu äußern. Ich sage auch bewusst jeder, weil einige unserer Leserschaft meinten, also die AfD brauchen wir nicht. Ne? Nur da haben wir uns in der Redaktion überlegt, wenn wir einmal was raussortieren, sagen die Nächsten, die Linken wollen wir auch nicht haben, die sind ja viel zu, immer Frieden, keine Rüstungs und so weiter. Und irgendwann, ja, dann kann man die Serie auch einstellen, weil so ganz super sind ja die meisten Parteien nicht. Also wir haben es deswegen gesagt mit jedem. Sie sind jetzt die Letzte, aber das heißt, die Letzten werden die Ersten sein in diesem Zyklus. Demzufolge freue ich mich auf das Gespräch. Aber ich darf gleich unserem Publikum sagen, damit ist natürlich das Thema Politik im Gespräch nicht zu Ende. Gleich im Heft Nummer 2 werden wir in Österreich weitermachen und der bahnpolitische Sprecher der SPÖ hat uns schon zugesagt, dass er dann das Gespräch mit uns führen wird, Nationalrat. Heißt ja dort dann der Bundestag etwas anders als in Deutschland. Also ansonsten hoffe ich, dass Sie und wer auch immer politisch aktiv ist, uns natürlich für online und sonstige Statements immer gerne was schickt. Das muss man ja nicht unter diesem Serientitel machen. Ja. So, das vorausgeschickt würde ich jetzt mal sagen, wir beginnen. Und weil Sie, Frau Leider ich ja nun Ihre Erfahrungen in zwei Bereichen sammeln, nicht nur im Parlament, sondern auch in gesellschaftlichen Bewegungen außerhalb. Ich möchte da nur an Ihre prominente Arbeit bei Attac erinnern. Deswegen natürlich meine erste Frage, Bahnpolitik, Verkehrspolitik, ist das aus Ihrer Sicht etwas, wo es ausreicht, wenn das jetzt im Parlament besprochen wird? Regierung trifft sich mit Verbänden, mit Firmen, mit Unternehmen, ja, und hinterher wird was beschlossen und dann ist das schon richtig. Oder würden Sie sagen, auch in dem Bereich ist ein gesellschaftlicher Druck von außerhalb von interessierten Bürgerinnen und Bürgern sinnvoll? Na klar, also das ist sowieso meine Grundüberzeugung, dass Veränderungen in der Gesellschaft passieren müssen und sich dann im besten Falle, wenn alles wirklich gut läuft, im Parlament abbilden. Aber wenn in der Gesellschaft keine Dynamik, keine Bewegung, keine Veränderungsbereitschaft da ist, dann wird das Parlament es nicht richten können und auch nicht wollen. Und für mich ist total spannend, nach 10 Jahren Verkehrspolitik im Bundestag, dass sich jetzt gerade im letzten Jahr, ich glaube am meisten prominent war das mit den Protesten gegen die internationale Automobilausstellung, wo ja 25.000 demonstriert haben für eine Verkehrswende, weg von den großen fetten Autos hin zu den Alternativen, Fuß, Fahrrad und eben öffentlicher Verkehr. Und ich finde, das war ein echter Paukenschlag. Und ich nehme jetzt wahr, dass sowohl bei Fridays for Future, aber auch bei Initiativen, die sich um Fahrradgerechtigkeit in den Städten kümmern, Changing Cities und anderen, dass das Thema Verkehr, Mobilität gerade so eine Brisanz bekommt. Hat natürlich viel mit der Klimagerechtigkeit zu tun, weil der Verkehrssektor eben Klimasünder ist mit steigender Tendenz. Und das macht mir Hoffnung. Und ich glaube, dass vor dem Hintergrund auch tatsächlich sich gerade schon ein bisschen was geändert hat in der Politik der Großen Koalition, nämlich dass wirklich mehr Augenmerk auf den öffentlichen Verkehr gelegt wird, dass es da ein bisschen mehr Geld gibt. Und was ich wirklich eine Innovation finde oder einen neuen Zungenschlag, dass verstanden wird, dass Verkehr nicht eine Naturgewalt ist, die einfach entsteht, sondern dass es die politischen Rahmenbedingungen sind, die dafür verantwortlich sind. Erstens, ob Verkehr wächst, zweitens, welche Verkehrsarten vorne sind und ob es eben tatsächlich auch eine Verkehrswende gibt, die in Richtung sozial und ökologischer Gerechtigkeit geht. Wir haben ja, ja, das Thema Bahn
in unserem Magazin im Mittelpunkt. Deswegen würde ich jetzt auch gerne dann zur Deutschen Bahn gehen, als dem größten Unternehmen, was ja auch außerdem noch sozusagen uns allen gehört, vertreten dann durch die Regierung oder das Ministerium wohl. Und da muss ich Sie auch schon wieder loben, denn Sie haben etwas getan, was wohl sehr selten im Deutschen Bundestag passiert. Sie haben mehrtägig von morgens bis abends eine Hospitanz bei DB Cargo gemacht, mit Genehmigung des Bahnchefs Herrn Lutz. Dem danken wir dann auch. Wir haben das ja auch deswegen Ihr Protokoll, Ihr sehr spannendes, detailliertes Protokoll. Ich war begeistert, wie Sie da noch Zeit fanden, so viele Fakten aufzuschreiben, wenn Sie immer gucken und reden mussten. Da sind Sie auch mal Multitask geprägt. Jedenfalls, wir haben das ja auch in drei Teilen uns online veröffentlicht, weil wir das für ein wichtiges Zeitdokument durchaus erhalten und hoffen, dass andere Parteien, Vertreterinnen und Vertreter auch mal sowas machen, so ein Praxisbesuch. Was war denn für Sie das Wesentlichste, was Sie da mitgenommen haben, wie man so schön sagt? Ja, das ist natürlich total schwierig, weil Sie haben schon gesagt, Sie haben es in drei Teilen veröffentlicht. Ja, unglaublich, weil Sie so viele Fakten drin hatten. Genau, es waren einfach unglaublich viele spannende Gespräche und Erkenntnisse und also haptisch und vom Erleben her war es wirklich, hatte es viele Dimensionen, aber aus meiner Sicht war so eine Zusammenfassung, dass sich die Leute, die da arbeiten, erstens in ihrer praktischen Kompetenz zu wenig gewertschätzt fühlen und dass das ganz viel damit zu tun hat, dass die Deutsche Bahn AG als Aktiengesellschaft auf eine Unternehmensform getrimmt wurde, die mit dem Anspruch nicht zusammenpasst, dass man Bahn für alle organisiert. Also sozusagen ein Widerspruch zwischen der Gewinnorientierung und dem Management, das auch ganz oft gar nicht aus der Eisenbahn kommt und wenig praktische Erfahrung hat, und dem, was die Leute eigentlich wollen und für richtig finden aus ihrer oft ganz langjährigen Erfahrung. Das schien mir das Wichtigste. Und das hat uns, also hat mich und uns auch bestärkt darin, dass es falsch war, diese Deutsche Bahn als Aktiengesellschaft aufzustellen und dass es höchste Zeit ist, diesen Fehler rückgängig zu machen. Das ist ja inzwischen zum Glück auch in der öffentlichen Diskussion viel, viel stärker präsent, als es noch vor 5 Jahren war. Also wir haben vor 5 Jahren auch als einzige Fraktion im Bundestag übrigens 20 Jahre Bahnreform bilanziert, haben dazu auch eine Konferenz gemacht, weil es ja schon sinnvoll ist, sich nach 20 Jahren anzuschauen, was ist eigentlich aus den Zielen, die beschrieben wurden, genannt. Und inzwischen, also 25 Jahre sozusagen oder ein bisschen mehr nach dieser Bahnreform, gibt es eben immer mehr Stimmen, die sagen, also diese Ausrichtung ist nicht das Gelbe vom Ei. Und wenn es jetzt mehr Geld, mehr öffentliches Geld für die Bahn gibt, was völlig richtig und notwendig ist und noch längst nicht ausreichend, dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass dieses Geld gemeinwohlorientiert eingesetzt wird. Also dass es dazu dient, mehr Alternativen auf der Schiene zu schaffen, eine gute Anbindung von Stadt und Land zu garantieren, die Klimaschutzziele zu erreichen und so weiter. Und nicht, da hat es mich jetzt sehr überrascht, wenn ich das sagen darf, Herr Minister Scheuer möchte ja einen Bahngipfel einberufen. Es gab ja wohl schon mehrere Gipfel, also jetzt irgendwie einen anderen Bahngipfel. Und nachdem erst einige Oppositionsparteien sagten, das ist irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen oder umgekehrt, ja, hat dann doch die FDP gesagt, wenn wir das sowas haben wollen, dann sollte man das nutzen, um Strukturveränderungen zu machen. Aber wohl auch der Herr Jung, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU, scheint sich da als Bahnreformer zu betätigen und offenbar auch dezidiert an die Struktur des Konzerns DB heranzuwollen. Das ist ja doch interessant, weil es ja bisher, man doch den Eindruck hatte, dass es eher die Oppositionsparteien
die jetzt sagen, zumindest die Trasse, Infrastruktur, Stationsservice und Energie müssten abgetrennt werden und dezidiert mit gemeinnütziger Funktion, wie auch immer das dann aussehen soll. Aber bisher wird ja innerhalb der DB und auch im Regierungslager wenig gesprochen darüber, dass da ja immer dann noch eine AG über wäre, die ja alles doppelt hatte, weil sie mal zur Börse sollte und wo man den Eindruck hat, ja, da sind hunderte von GmbHs und noch andere, ja, AGs, überall gibt es Direktoren, Vizedirektoren, genau, man weiß ja kaum noch, wer denn eigentlich die richtige Arbeit machen, ja, soll. Ne? Was ist denn Ihre Idee jetzt, wenn man Sie da, weiß ich nicht, einladen oder fragen würde, in welche Richtung sollte denn jetzt so eine etwas durchgreifende Strukturreform gehen? Also zum einen möchte ich mal vorwegschicken, dass die Opposition nicht diese Trennung will von Netz und Betrieb. Das wollen die Grünen, aber wir wollen es explizit nicht. Also das war von Anfang an auch ein ziemlich harter Dissens, den wir mit den Grünen haben, obwohl es sonst viel Gemeinsamkeiten gibt. Aber an der Stelle sind wir der Meinung, dass es falsch ist, diese Trennung zu machen, weil das System Eisenbahn eben zusammengehört, weil eins ins andere greift. Dann wird das also auch teilweise, aber auch im Regierungslager falsch wahrgenommen, weil ich auch von dort Äußerungen hörte, die Grünen, die Linken, als ob das irgendwie ähnlich sei. Ja, es gibt Punkte, da sind wir ähnlich, aber an der Stelle sind wir eben unterschiedlich und wir setzen eben auch nicht auf Wettbewerb auf der Schiene, sondern wir setzen darauf, dass das System Eisenbahn im Grunde ein kooperatives System ist und dass man deutlich weiterkommt, wenn die unterschiedlichen Akteure, die auf der Schiene unterwegs sind, miteinander kooperieren, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen und nicht miteinander in Konkurrenz stehen und sich sozusagen gegenseitig die Möglichkeiten missgönnen. Ich finde, ein gutes Beispiel dafür, wie schwierig solche Wettbewerbskonstellationen sind, ist der internationale Nachtzugverkehr. Die Tatsache, dass wir von Berlin nach Paris keinen Nachtzug mehr haben, liegt auch daran, dass die CNCF und die DB AG sozusagen in Konkurrenz zueinander stehen bei dieser lukrativen Strecke. Also wer das sozusagen abwickeln kann, wer das Risiko trägt, wer den Gewinn hat. Und es gibt viele andere Beispiele dafür. Das heißt nicht, dass man sozusagen die sogenannten Wettbewerbsbahnen, die ja vor allem im Güterverkehr unterwegs sind, von der Schiene verdrängen will. Darum geht es überhaupt nicht. Die sollen darauf fahren und das macht die Schweiz ja genauso. Mhm. Die haben unterschiedliche Eisenbahnunternehmen, aber das Prinzip auf der Schiene ist auch in der Schweiz Kooperation und nicht Konkurrenz. Und das finde ich einfach total spannend. Und die haben eben einen Masterplan mit Zielen, die ganz klar volkswirtschaftlich ausgelegt sind. Und dann gucken sie, welches Unternehmen kann das am besten machen. Mhm. Und dann sind eben auch die regionalen Bahnen, die Länderbahnen, die es ja auch, oder Kantonsbahnen, die es in der Schweiz gibt. Bei uns gibt es ja im Regionalverkehr vor allen Dingen Landesunternehmen, die da unterwegs sind, dann sind die eben auch ein Teil des großen Ganzen und bewerben sich mit den besten Konzepten, um die Leistungen, die sie da erbringen, aber eben nicht auch in einem Preisunterbietungswettbewerb. Auf Konferenzen wird das immer so gesagt. Wir müssen zusammenstehen, um mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen. Genau. Also sogenannte Konferenzen. Und das Reden ist das genau längst gelöst, wie Sie sagen, aber offenbar im Alltag dann noch nicht. Genau, und deshalb ist unser Vorschlag, dass die Deutsche Bahn statt in Form einer Aktiengesellschaft, die per se praktisch diese Gewinnorientierung in jedem einzelnen Teilbereich haben muss, ne? Das ist sozusagen die Konstruktion, dass sie aus diesem Korsett befreit wird und stattdessen beispielsweise eine Anstalt öffentlichen Rechts daraus wird. Das würde die gesamte DB dann. Die gesamte Deutsche Bahn. Und dann kann die Trasse dabei bleiben, weil alles anders strukturiert ist. Das wäre die Idee der Linken. Das ist unser Vorschlag, dass man es in so einer Weise umgestaltet. Und was die konkreten Veränderungen angeht, sind wir der Überzeugung, dass es nicht ausreicht, ein Gipfeltreffen zu machen, also was auch immer da besprochen wird und wer auch immer dann da am Tisch sitzt, sondern dass es dringend notwendig ist, das, was an Erfahrung und an Kompetenz und an Bescheidwissenschaft vor Ort, an der Basis, wo die Arbeit gemacht wird, vorhanden ist,
einzubeziehen. Also wir brauchen eine Form von, ich sage jetzt mal, demokratischer Steuerung, die die Beschäftigten einbezieht, die aber auch die Fahrgäste einbezieht, weil auch aus der Perspektive gibt es total wichtige Erfahrungen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Erfahrungen, und, haben Sie schön gesagt. Also ich sage mal, eine Demokratisierung eines großen öffentlichen Unternehmens. Ein demokratisiertes öffentliches Unternehmen, das wäre aus unserer Sicht das Richtige. Und was uns eben von Unionsseite immer um die Ohren geschlagen wird, ist, dass die dann sagen, ihr wollt zurück zur Behördenbahn. Mhm. Das finde ich ein ziemlich skurriles Argument, weil also es gab sicher bei der alten Bundesbahn und auch bei der alten Reichsbahn Probleme, die man lösen musste. Aber die Art und Weise, wie sie gelöst worden sind oder vermeintlich gelöst worden sind, hat nicht zu den erwünschten Ergebnissen geführt. Und jetzt zu sagen, dann müssen wir zu den alten Fehlern zurück, ist natürlich Unsinn, sondern wir schlagen vor einen anderen Lösungsweg. Nicht die alte Behördenbahn, sondern eben eine demokratische Bürgerbahn, die auch ganz gezielt auf solche Partizipationsmomente setzt. Also es gibt dafür eine Forschung, es gibt klare Vorstellungen davon, wie man mit gezielten Methoden und Instrumenten auch tatsächlich das, was die Beschäftigten an Erfahrung haben und das, was die Fahrgäste an Erfahrung haben, einbeziehen kann und daraus ein gutes Unternehmen machen. Das ist sehr interessant und ist da wohl auch schon mal für uns ein wesentlicher Punkt. Also Sie haben eine etwas andere Herangehensweise als andere. Das ist gut zu wissen. Wie sehen Sie denn diese Finanzfrage? Wir wissen ja, in der jetzigen DB-Verfassung, sagen wir mal, ist es wohl unstrittig, dass Infrastruktur, die ja für alle ohne Diskriminierung offen sein soll, dass da Geld hinein muss dringend, weil da auch vieles versäumt worden ist. Aber auch der andere Bereich der DB ist ja nun momentan in Schuldenproblemen, ja, mal unabhängig, wo die jetzt herkommen, sind sie einfach da und belasten das Unternehmen und behindern auch die notwendige Investition innerhalb des Fahrbetriebs, sagen wir mal, Fahrzeuge und sonst was oder Anstellung neues notwendigen Personals. Und das sagt man ja auch, die Eigentümer, Verantwortung müsste vom Staat kommen. Das hat der Staat vertreten durch die Regierungsparteien gesagt, jetzt jeden Monat gibt es da 1-2 Milliarden, wo aber dann wieder die anderen Bahnen sagen, die nicht DB-Bahn, das ist diskriminierend, weil wir könnten auch Geld gebrauchen, soll alles in einen Bahnfonds. Dann würde aber das Finanzloch nicht kleiner werden und die Eigentümerverantwortung bliebe mit einem Fragezeichen. Also man hat den Eindruck, dass hier zwei wohl sinnvolle Kriterien werden ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Sehen Sie vielleicht eine Kompromissvariante? Also ich glaube, völlig unstrittig ist, dass die Eisenbahninfrastruktur dringend mehr Geld braucht. Und ich meine, es gibt jetzt mehr Geld. Das wird nicht ausreichen. Es wird nicht mal ausreichen, um den Instandhaltungsrückstand aufzuholen. Das heißt, es muss noch mehr umverteilt werden. Also es muss überhaupt umverteilt werden. Bisher haben wir ja immer noch die absurde Situation, dass jeder Euro, der durch die Lkw-Maut eingenommen wird, wieder in Straßenbau gesteckt wird, womit man natürlich nie zu einem sozusagen Umverteilungsprozess kommt. Sie würden da durchaus der Meinung sein, ähnlich wie in der Schweiz, sollte man Präferenz erstmal auf Bahn, öffentliches Verkehrswesen setzen und dann auch von der Maut, das ist keine heilige Kuh, das darf auch in Schiene dann. Absolut, das ist, also damals hat die FDP dieses diese Festlegung durchgesetzt und es ist, finde ich, höchste Zeit unter der Überschrift Klimaziele erreichen, dass dieser Unsinn beendet wird. Es muss natürlich Geld von der von den Lkw-Mauteinnahmen in den Ausbau der Eisenbahn gesteckt werden und insbesondere im Güterverkehr, da ist ja sozusagen diese Frage der Konkurrenz am brisantesten. Da geht es einerseits eben um viel mehr Gleisanschlüsse. Wir haben ja wirklich 80% aller Gleisanschlüsse verloren in den letzten 30 Jahren. Das heißt, es muss überhaupt die Möglichkeit neu geschaffen werden, dass Güter auf die Schiene kommen. Und da geht es natürlich auch um den Einzelwagenverkehr, also um die Verteilung sozusagen in der Fläche, also nicht nur die großen
Strecken, wo ein Zug von Rotterdam nach Genua oder sonst oder umgekehrt fährt. Und das ist ein riesiger Aufwand. Und der ist natürlich deutlich kostenintensiver als Ganzzüge zu machen. Und dafür braucht es Unterstützung und es braucht eine deutliche Einschränkung des Lkw-Verkehrs. Also wir haben ja das Problem, dass die Lkws immer noch deutlich weniger Kosten decken, als sie verursachen. Also wir haben einfach enorme externe Kosten aus dem Lkw-Verkehr. Da müsste man viel mehr anlasten und ich bin auch der Meinung, dass man den Lkw-Verkehr aus Klimaschutzzielen, aus Gesundheitsschutzgründen einschränken muss. Das wird nicht zum Zusammenbruch der Wirtschaft führen, es wird wahrscheinlich dazu führen, dass sich regionale Wirtschaftskreisläufe oder Wirtschaftszusammenhänge besser entwickeln können, weil eben nicht die ganz großen Konzerne mit ihren komparativen Kostenvorteilen und dem Transport von Gütern durch ganz Europa und wieder zurück sozusagen den Schnitt machen, sondern es sich eben beispielsweise wieder mehr lohnt, Lebensmittel regional zu vermarkten. Aber wenn ich das nochmal kurz fragen darf, also dass die Deutsche Bahn jetzt zusätzliches Geld bekommt, würde dann schon sagen, ist gerechtfertigt. Absolut. Und es muss auch. Und die anderen Zwecke müssen trotzdem auch finanziert werden. Die müssen auch finanziert werden. Mhm. Es muss mehr Geld in das System Eisenbahn, deutlich mehr, übrigens auch im regionalen Bereich. Ja. Also völlig klar, die Regionalisierungsmittel. Auch da gibt es jetzt ein bisschen mehr, aber das kann auch noch nicht Ende der Fahnenstange sein. Und also wir haben immer noch sozusagen den Löwenanteil, beispielsweise bei den Pendlerinnen und Pendlern, Berufspendler. 11 Millionen Menschen pendeln jeden Tag mit dem Auto zu ihrer Arbeit. Und oft als Einzelperson pro Fahrzeug. Absolut, sehr, das sind 68%. Und unsinnig eigentlich. Ne? Und wenn man da, ich sag mal, von 68 auf vielleicht 30% kommen möchte, dann muss die Alternative deutlich besser sein. Und das heißt auch regionale Bahnstrecken nicht nur wieder zu ertüchtigen und da mehr Fahrzeuge einzusetzen, sondern auch viele Strecken neu zu bauen, wieder zu reaktivieren. Da gibt es ja auch einen ganzen Katalog vom VDV. Mhm. Finde ich übrigens auch total spannend, dass der VDV sich inzwischen da so stark positioniert. Das ist eine neue Entwicklung. Das war vor fünf Jahren noch nicht der Fall. Ja. Das finde ich ganz toll. Und also von daher bin ich jetzt auch nicht so ganz pessimistisch. Also es gibt eine Politisierung der Frage der Verkehrsorganisation und das ist erstmal ein guter Punkt. Wenn wir jetzt noch mal kurz abschließen in diesem Bereich Deutsche Bahn, da war jetzt ja in letzter Zeit der Versuch, um Finanzen ins Haus zu bekommen durch den Versuch der Verkauf der Auslandstochter Arriva. Mhm. Da hatte sich der Vorstand also Fantasieerlöse erhofft, die so nicht klappten. Dann musste ein Finanzvorstand gehen. Jetzt heißt es, man möchte das in Scheiben, das Unternehmen veräußern, erstmal zur Börse und dann in Scheiben. Mir scheint, dass das überhaupt alles keinen Sinn macht, die Sache nur noch verschwierigt, denn die 66% von Arriva werden in der Zentrale in Großbritannien erwirtschaftet, wo wir jetzt einen Brexit haben. Da frage ich mich in der Tat, sollte man nicht Continental Arriva abtrennen und das behalten? Weil das sind ja auch dann Verkehre in Ländern, die mit Deutschland Grenze haben, wo man sicher sagen kann, da möchte man vielleicht doch gemeinsam über die Grenze fahren. Und das Britische, was dann ein Außer-EU-Unternehmen ist, ja, ob das die DB noch haben muss, habe ich in der Tat auch Fragen. Aber dazu müsste man dann erstmal das trennen, solange man noch hundertprozentiger Eigentümer ist. Leider höre ich also unsere Bahnmanager-Idee so bei der Deutschen Bahn erstmal gar nicht. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Also ehrlich gesagt, diese Frage, wie man da am besten aus der Affäre herauskommt, die müssen die Betriebswirte beantworten, das bin ich nicht. Aber wir haben eine klare Position dazu, dass die Deutsche Bahn eben den Bahnverkehr in Deutschland organisiert und sonst nichts. Und dann mag es sinnvolle Kooperationen geben mit anderen Unternehmen und selbstverständlich transnational. Das gilt aber aus unserer Sicht vor allen Dingen für den transnationalen Eisenbahnverkehr. Also wir wünschen uns
die United Railways of Europe, also eine vereinigte europäische Eisenbahnstruktur, die eben auch nicht als Wettbewerbsbahn aufgestellt ist, sondern als Kooperationsprojekt der europäischen Länder, die damit auch erreichen könnten, dass es beispielsweise einen enormen Rückgang geben kann der europäischen Flugverkehre, also als Alternative zum Flugverkehr. Aber das heißt für uns auch, dass die DB sich sukzessive von den Bereichen trennen muss, die nicht zur Eisenbahn gehören. Und sich konzentrieren. Oder nicht in Deutschland sind jetzt. Sowohl als es, auch. Es gibt ja sogar Weltraumforschung, ja, die haben Drohnenforschung. Ja. Also man kriegt, wenn man diese Mitteilung aus der Pressemitteilung kriegt, dann fragt man sich ja schon, aha, und das müssen wir alles machen? Das müssen wir alles, muss die Deutsche Bahn überhaupt nicht machen. Das trägt überhaupt nicht dazu bei, dass der Bahnverkehr besser wird. Im Gegenteil, also es ist ja schon inzwischen auch, also als wir das vor 10 Jahren gefordert haben, da haben ich habe Bundestagsdebatten mir nochmal angeschaut, da haben die anderen alle gesagt, nein, es ist das beste Eisenbahnunternehmen der Welt und wir sind Global Player und wir sind erfolgreich. Ja, das haben wir schon mal bei anderen deutschen Unternehmen auch gehabt. Firmen in Amerika oder Großbritannien müssen sie dann teuer wieder zurück oder billig zurückverkaufen, also mit Schaden. Immer wenn solche Fantasien, also, Herrschaftsfantasien im Wirtschaftsleben kommen, muss man dicke Fragezeichen da setzen, sehr stark geprägt von Herrn Meedorn, das muss man auch ganz klar sagen, der ja aber natürlich auch explizit eingestellt wurde, um genau so solche machen, Weltmarktfantasien durchzusetzen. Und jetzt hat man den Salat. Und der Salat ist eben tatsächlich, dass der Eisenbahnverkehr in Deutschland deutlich schlechter geworden ist. Also er ist schlechter geworden im Vergleich zu vor 15 oder 20 Jahren. Und er ist eben auch deutlich schlechter, als er sein könnte. Und dazu trägt eben beides ein Teil der Energie und der Aufmerksamkeit und so weiter in alle möglichen Geschäftsfelder geht, die aber eben mit dem sogenannten Brot- und Buttergeschäft, wie es Herr Grube immer genannt hat, nichts zu tun haben. Nur er hat offenbar viel Butter noch nebenbei gehabt. Herr Grube war ein sozusagen Beherrscher des Wortgeklingels, aber er hat ganz wenig von dem, was er gesagt hat, auch realisiert. Das muss man schon sagen. Ich fand ihn im Nachhinein einen Täuscher. Interessant. Herr Wesenski hatte uns im Interview gesagt, wenn man zwischen den jetzigen und seinem Vorgänger wählen sollte, dann lieber den jetzigen. Also das würde ich durchaus unterstützen. Ich finde, also ohne jetzt Herrn Lutz über den grünen Klee zu loben, aber es ist sozusagen der Erste, der mit kritischen Positionen sozusagen zum eigenen Unternehmen auch deutlich wurde. Und der auch, das fand ich jetzt auch im Gespräch im Verkehrsausschuss interessant, mit, ich sage jetzt mal, Anforderungen oder mit Wünschen an die Politik rauskommt. Ja, es ist ja auch schwierig letztendlich. Wir haben alles, was wir brauchen, und die Politik macht alles richtig. Also das ist nicht eine Position, die Bahn weiterbringt. Es ist sicherlich keine komfortable Sache, in einem Staatsunternehmen im Grunde jetzt also wenn ich da das sage, was ich vielleicht sogar weiß, dass das nötig ist, dann kriegen wir Riesenärger mit dem Verkehrsminister und so weiter. Das muss man natürlich verstehen. Aber es gibt natürlich auch keinen Grund zum Mitleid, weil Sie haben den Posten ja freiwillig genommen und es wird ja auch nicht so schlecht bezahlt. Denke ich auch. Also muss man schon ein bisschen was aushalten, aber man muss eben auch was voranbringen. Und ich finde, dass beispielsweise im Vergleich zur Allianz pro Schiene, die seit Jahren richtig gute Positionen entwickelt, dazu auch Hintergrundinformationen aufbereitet, klare Forderungen an die Politik formuliert und das begründet und so weiter. Also im Unterschied dazu finde ich, dass das große Unternehmen Deutsche Bahn AG wirklich weit hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, muss man sagen. Auch wenn ich es vergleiche mit der Automobilindustrie, die keine Kosten und Mühen scheuen, Einfluss auf die Politik zu nehmen und damit leider
immer noch sehr erfolgreich und sind. Und da scheint ja auch keine Skrupel nun zu sein, die eigene Lage so darzustellen, dass es geradezu nötig ist, sie zu unterstützen. Dass, insofern in der Tat sollten ruhig die B-Manager oder überhaupt Bahnmanager da auch weniger Skrupel haben, ihre Lage so darzustellen, dass sie möglichst viel für ihren Bereich herausholen. Wir haben jetzt über Mobilitätsforschung gerade, war der Tagesordnungspunkt im Plenum, Mobilitätsforschung. Und da ist es eben so, dass von den 5.000 Forschungsvorhaben, die der Bund finanziert, 144 dem öffentlichen Verkehr zugutekommen, kamen in den letzten, ich glaube, 10 Jahren, über den Zeitraum bin ich mir jetzt nicht mehr so, bin ich mir nicht gewiss, aber es sind 5.000 Forschungsvorhaben, 144 für die öffentlichen Unternehmen und der Rest für die Automobilindustrie. Und das, obwohl die Automobilindustrie wirklich vor Gewinn und Profit kaum laufen kann und die öffentlichen Verkehrsunternehmen natürlich eigentlich keine Gewinne machen und auch keine machen sollen, weil das ist ja das, was die Leute praktisch mit den Ticketpreisen bezahlen müssen. Das heißt, eigentlich müsste volle Kanne die öffentliche Forschungsförderung in den öffentlichen Verkehr gehen. Da ist ja auch viel nötig. Also die ganze Frage der Wer entscheidet denn so etwas? Ja, das entscheiden die regierenden Mehrheiten. Also so. Ja, allgemein gesagt. Ja, genau. Ja. Wenn wir nochmal auf Ihre Tour zurückkommen, da hatte mich besonders schockiert, Sie schauten da wohl aus der fahrenden Lokomotive und sehen am Nebengleis einen kompletten Güterzug abgestellt, der offenbar schon tagelang da stand, genau, wir standen weil da offenbar irgendwie kein Personal verfügbar ist. Ich meine, dann brauchen wir natürlich über Reform des Unternehmens gar nicht zu reden, wenn überhaupt Verträge nicht eingehalten werden, weil keine Leute kommen. Das ist schon schockierend. Ja? Ich meine, es werden da 20.000 Stellen oder so sollen pro Jahr jetzt ausgelobt werden. Scheint ja auch teilweise neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu geben, aber dann immer noch nicht da, wo sie gebraucht werden, in der Kabine der Lokomotiven. Haben Sie zu dem Thema nochmal irgendwas gehört? Weil das betrifft ja nun alle Unternehmen, aber ist aber schockierend, dass man einen Vertrag annimmt und den dann nicht durchziehen kann. Das verstehe ich nicht. Wobei es in diesem konkreten Fall, glaube ich, so eine Mischung ist. Also zwischen zu wenig Lokführerinnen und Lokführer, also ein echter Engpass. Aber auf der anderen Seite haben die auch ein neues Organisationsmodell sozusagen für die zentrale Begleitung von solchen Zügen ausprobiert, das jetzt wieder zurückgenommen wird. Und das hat dazu geführt, dass die sozusagen, wenn der stehen geblieben ist und vom Radar des Teams, des zentralen Teams verschwand, dass sie den praktisch vergessen haben. Also das darf natürlich dann niemals passieren. Von daher, aber trotzdem gibt es ein eklatantes Personalmangelproblem in verschiedenen Bereichen. Die Lokführerinnen und Lokführer sind gerade sozusagen die Spitze des Eisbergs. Und ich glaube, dass es auch da dringend nötig ist, dass es andere Signale aus der Politik gibt. Also wir werden, und das ist das, was mit Händen und Füßen versucht wird zu wegzuleugnen, eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs brauchen. Sonst können die Klimaziele nicht eingehalten werden und sonst werden auch die Städte nicht lebenswerter und es werden nicht mehr Leute aufs Fahrrad gehen und so. Aber das bedeutet auch, dass weniger Autos produziert werden müssen. Und wir brauchen, weil ohnehin massive Strukturveränderungen in den Automobilkonzernen anstehen, die sind auch von ganz anderen Treibern getrieben, zum Beispiel weil China gar keine Dieselfahrzeuge mehr importiert, sondern Elektro und da schon selber sehr viel baut. Also da wird die ganze Exportstrategie massiv tangiert. Wir brauchen Beschäftigungsbrücken für die Beschäftigten, die jetzt in der Automobilindustrie sind. Und das bedeutet, dass ich eigentlich erwarte, dass die Bundesregierung offensiv dran geht und in den Automobilwerken, also erstens dazu zwingt, dass es Weiterbildungsangebote gibt, dass es Transformationsgesellschaften gibt, in denen die Beschäftigten
gut aufgehoben sind, wo sie keine Einkommenseinbußen haben, wo sie ihre Rentenansprüche behalten und wo sie trotzdem auf einen neuen Einsatzbereich vorbereitet werden. Und dieser Einsatzbereich könnte in den allermeisten Fällen im öffentlichen Verkehr sein. Ja, da brauchen wir wirklich, da brauchen wir viel Personal. Ingenieur, als müssen Planer, nur entsprechend Planerin, wissen, als Techniker, was da gefordert Technikerin, wird. Absolut. Und ich finde, eine verantwortliche Politik muss genau das machen, die Leute ermutigen und begleiten bei der Veränderung ihrer Berufstätigkeit. Das ist das, was wir brauchen. Und nicht Angst mache, ihr verliert euren Arbeitsplatz, wenn die Automobilindustrie an Bedeutung verliert. Deshalb kämpfen wir für den Diesel um jeden Preis, wie es die AfD macht. Das ist wirklich eine bösartige Benutzung der Unsicherheit und der berechtigten Sorge der Leute, dass sie da in Zukunft nicht mehr arbeiten können oder auch, dass ihre Kinder da nicht arbeiten können. Und stattdessen brauchen wir eben einen sozial abgesicherten Umstieg in neue, sinnvolle Beschäftigungsfelder. Und da braucht man wirklich auch viele von denen, die ja eine tolle Qualifikation haben, die viel wissen auch um alles, was mit Fahrzeugen zu tun hat. Ja. Die müssen nicht SUVs bauen, die können auch tolle Busse bauen für den Stadtverkehr, die können auch tolle Bahnen bauen und können sich darum kümmern, dass die gut gewartet werden und so. Also das. Ja, im Wartungsbereich ist ja, je mehr Fahrzeuge neu angeschafft werden im öffentlichen Verkehr, desto mehr brauchen wir auch Werkstattbereich. Die Anforderungen auch juristisch werden immer höher, das heißt, die Qualifizierung muss da sein. Interessant, dass Sie das als einen eigenständigen Bereich so nennen. Ja. Da haben Sie auch, glaube ich, einen Punkt, den man so bei anderen noch nicht gehört hat. Es war übrigens in dem Gespräch mit dem VDV-Geschäftsführer interessant, der gesagt hat, Sie sind jetzt gerade in der Lausitz unterwegs und suchen sozusagen Leute, die in der Braunkohle arbeiten und da diese Riesenbagger fahren und so weiter, um sie als Lokführer sozusagen zu gewinnen und abzuwerben. Aber er sagt, man kriegt viel zu wenig, sie brauchen eigentlich viel mehr. Aber da zeigt sich schon, ne, wie direkt eigentlich die Wege sind. Und wie gesagt, also das müsste politisch viel mehr unterstützt werden. Auch mit finanziellen Ressourcen, weil es ist genug Geld da. Man muss nicht den Kohlekonzernen jetzt 4,5 Milliarden Euro Entschädigung für entgangene Gewinne zahlen, für Kohlekraftwerke, die längst abgeschrieben sind, die über Jahrzehnte mit öffentlicher Unterstützung Gewinne gemacht haben. Stattdessen braucht man das Geld, um den Menschen, die da arbeiten, gute Perspektiven zu bieten. Das ist eigentlich der Punkt. Wenn wir jetzt, wir hatten über die Deutsche Bahn gesprochen, wir haben ein bisschen Wettbewerbsbahn gesagt, die sollten nicht Wettbewerbsbahn genannt werden oder sollten vom Charakter her anders werden, sagen wir mal so. Da gibt es eine interessante Idee vom Vereinigung der Deutschen Bahnindustrie, dass vieles sich auch steuern ließe durch eine bessere Punktierung bei Ausschreibungen, dass also nicht der niedrigste Preis der wichtigste Faktor ist, sondern andere Dinge. Da kann man dann eintragen, was man möchte, entweder soziale Bedingungen oder die Verpflichtung, das wird von manchen Gewerkschaftern auch gewünscht, die Verpflichtung, wenn eine Bahn einen Vertrag übernimmt, muss sie das Personal mit übernehmen. Bisher gibt es nur eine Kann-Lösung. Ja, ja. Klar. Ich weiß jetzt nicht, ob das die CDU-CSU nicht will. Jedenfalls so scheint es dargestellt zu werden. Was halten Sie denn von solchen Sachen? Weil der Gedanke, dass es kleinere im regionalen tätige Bahnen gibt, hat ja durchaus einen gewissen Charme. Aber vielleicht ist die jetzige Art, wie das organisiert wird, nicht so optimal. Klar, es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, es muss immer ein und derselbe sein, der diese Arbeit macht. Aber es gibt auch überhaupt keinen Grund zu sagen, wir wechseln die Belegschaften aus. Und wir stecken sozusagen die Beschäftigten auch in so eine permanente
habe 8 Stellungen, das macht den Beruf auch nicht attraktiver, wenn man befürchten muss, dass man bei der nächsten Ausschreibung in 10 Jahren dann mit 10% weniger Einkommen und ganz anderen tariflichen Bedingungen. Also Sie wären für die Verpflichtung, wie zum Beispiel es in Schweden seit Jahren der Fall ist, wenn ein anderes Unternehmen das macht, ich glaube Dänen haben es auch so, und Holland glaube ich auch inzwischen, dann ist das Personal, wird übernommen und das wäre das, was jetzt sofort... Das Logo wechselt dann im Was sofort im und mindestens passieren muss, dass es diese Übernahme Verpflichtung gibt und zwar für nicht nur der Beschäftigten an sich, sondern ihrer gesamten tariflichen und sozialen Ansprüche. Also das ist bei den Gewerkschaftern natürlich der Punkt, dass sie nicht zum halben Preis dann übernommen werden sollen. Das Geld, das ist ja längst vorbei, weil die haben aber Zeitkunden. Also alle und so, haben ja Probleme, die Leute. Das sind ja Anwartschaften, die müssen ja bleiben. Ganz genau. Ne? Und das alleine die Tatsache, dass sowas sozusagen umstritten ist und nicht selbstverständlich, zeigt schon, dass da was falsch ist in diesem System. Also dass diejenigen, die praktisch die Leistung konkret erbringen, die Tag für Tag die Bahnen auf der Schiene zur Verfügung stellen, die dafür sorgen, dass sie repariert werden, dass sie sauber sind, dass sie, dass die Fahrkarten kontrolliert werden, dass Auskünfte gegeben werden, dass die sozusagen in Frage gestellt sind. Ja. Das ist doch völlig verrückt. Also das nützt ja niemandem etwas. Deshalb halten wir das System wirklich für verkehrt. Im Regionalverkehr haben wir ja auch also einmal das Problem eben, Personal sollte übernommen werden zu den Bedingungen, sozialen Bedingungen, wie sie beim Vorgänger zumindest üblich waren. Da ist ja auch die Frage, was ist mit Fahrzeugen? Ist ja oft so, dass gefordert wird, ein Unternehmen soll neue Fahrzeuge anschaffen. Aber wenn die 30 Jahre mindestens Amortisation haben und ein Vertrag ist 10 oder 15 Jahre, kann sich das keiner leisten. Und eine Deutsche Bahn kann sich vielleicht leisten, dass sie sagt, wir kaufen jetzt am Stück, weil irgendwo werden wir immer einen Vertrag weiter gewinnen, aber andere ja nicht, die nicht so groß sind. Und deswegen gibt es ja auch oft diese Leasingfirmen inzwischen, die eine immer größere Rolle spielen, weil die dann das Finanzrisiko übernehmen. Würden Sie sagen, das geht schon in die richtige Richtung oder sollte man vielleicht sogar dahin gehen, wie das in Polen ist, Fahrzeuge gehören dort der Region, also was bei uns das Land wäre oder der ausschreibenden Stelle, der öffentliche Hand allgemein. Ja. Und die gibt dann die Fahrzeuge an den Benutzer. Hat natürlich auch den Nachteil, dass dann manchmal eben Personal drauf ist, welches dann sozusagen das öffentliche Fahrzeug herunterfährt im technischen Zustand und der Nächste, der es dann übernehmen soll, hat technische Probleme, hat immer Plus und Minus. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, so eine Pool-Lösung für Fahrzeuge? Also ich finde schon, dass es sinnvoller ist, einen Pool zu haben, übrigens auch, um eine langfristige Perspektive für die Fahrzeughersteller zu garantieren, weil diese Frage, also wer will jetzt welche Fahrzeuge und wie ist das Zulassungsverfahren und so weiter, bringt ja auch viel Probleme mit sich. Und es gibt eben inzwischen auch tatsächlich Beispiele dafür, dass Angebote nicht gemacht werden können, weil die Fahrzeuge fehlen, obwohl sie finanziert werden. Also in Baden-Württemberg ist es zum Beispiel der Fall gewesen. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, um den man sich nochmal gesondert kümmern muss. Vielleicht ist das Prinzip, das in Tschechien gefahren wird, noch nicht oder nicht optimal. Auch da wäre aus meiner Sicht total wichtig, dass es eine öffentliche Kontrolle und eine Art demokratischer Einflussnahme gibt, damit die Fahrzeuge, die in öffentlicher Hand sind, das würde ich schon begrüßen, und allen zur Verfügung gestellt werden können, dass die dann Zustand auch in Schuss sind. Geprüft werden. Ne? Also das ist natürlich das habe ich in Polen vor Jahren erlebt, dass das eben typische Beamte waren, die dann verwaltet haben, aber das da war offenbar kein echter technischer Stab. Und dann das muss man natürlich haben. Kann eine Degradierung des Zustands stattfinden, was man ja
Genau. Nach dem Motto, ist ja nicht unser. Ja, genau. Also ich glaube, da muss man sich das nochmal ganz genau anschauen, an welchen Stellen gute Erfahrungen gemacht werden und wie man das so zusammenbringen kann, dass es nicht eine Verschwendung von Material und von Ressourcen gibt, einerseits, und andererseits auch eine langfristige Sicherheit, sowohl für die Fahrzeughersteller, natürlich für die Beschäftigten und auch dafür, dass eben immer genug Fahrzeuge da sind und auch mehr Fahrzeuge sozusagen in Reserve und auf der anderen Seite trotzdem eine Motivation und eine Garantie, dass es nach besten Möglichkeiten das Fahrzeugmaterial in Schuss gehalten wird. Kurzes Stichwort noch, Diskriminierung. Würden Sie sagen, was ja von manchen auch vorgebracht wird, Flugzeuge sind stehen besser da, weil es eben Umsatzsteuer im grenzüberschreitenden Verkehr nicht gibt, Kerosinsteuer, es gibt auch Forderungen von manchen, dass sie sagen, die Trassengebühren sollten auch im Personenverkehr halbiert werden, dann fehlen natürlich dem Staat gleich Milliarden. Was würden Sie zu diesem Komplex sagen? Also das ist definitiv so, dass die ich sage jetzt mal, dass es keine umweltgerechte Finanzierung der Verkehrsträger gibt. Der Flugverkehr wird wirklich massiv subventioniert, immer noch mit 11 Milliarden ungefähr jedes Jahr, alleine in Deutschland. Und das hängt mit der fehlenden Besteuerung des Flugbenzins zusammen, aber natürlich auch mit Zuschüssen, die für Flughafenausbau gegeben werden, bis hin zu Dumping-Arbeitsverhältnissen in der Flugsicherung. Wird ja immer präsenter, dass die Leute einfach so mies bezahlt werden. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein systematischer Fehler, der behoben werden muss. Also die Frage von fliege ich oder fliege ich nicht, ist nicht nur eine Entscheidung aus sozusagen moralischen und ethischen oder sonst wie Gründen, sondern es ist natürlich auch eine Preisfrage. Also es ist wirklich total verrückt, dass man Flugtickets kriegt nach Madrid, die ein Viertel von dem kosten, was ich mit der Bahn bezahlen würde. Und ich muss alleine 20% Mehrwertsteuer für internationale Bahnfahrten bezahlen, während internationale Flüge komplett von der Mehrwertsteuer befreit sind. Das sind schon mal 20%. Ab dem Start, und das ist ja das. Das ist super, super absurd. Ich finde, es gehört mehreres zusammen. Es gehört zu einer Diskussion, eine öffentliche Diskussion dazu und eine kulturelle Veränderung in der Gesellschaft, aber es muss an den Strukturen was geändert werden. Also das kann nicht sein, dass Fliegen billiger ist als Bahnfahren. Das ist einfach ökologisch so unsinnig und macht die Klimabilanz so katastrophal. Also es sind ja nicht die Kilometer, die geflogen werden, sondern es ist eben die Tatsache, dass der CO2-Ausstoß in 10.000 Metern Höhe ein Vielfaches klimaschädlicher ist. Und deshalb muss der Flugverkehr reduziert werden und das gelingt eben nur, wenn es auch einen adäquaten Preis dafür gibt. Ja. Oder es gibt weitergehende Diskussionen, es gibt ja auch dazu inzwischen auch international vernetzte Initiativen, ganz spannend, die sagen, es gibt sowas wie Mini-Flugmeilen-Kontingent, das allen zu sehr günstigen Preis zur Verfügung steht. Also ich sag mal, einmal im Leben eine Fernreise mit dem Flieger und alles, was darüber hinausgeht, wird preismäßig nach oben gestaffelt. Also je mehr jemand fliegt, desto teurer wird es. Im Moment ist das ja das Verrückte, dass es mit diesem blöden Flugbonus-Meilen Miles and more das oder Gegenteil so ähnlich, ja? passiert. Je mehr jemand fliegt, desto billiger wird es. Ja. Und das ist wirklich ein widersinniges Prinzip, das mit der Zerstörung, mit der Vernutzung der Natur sozusagen auch noch ein extra Schnäppchen gemacht wird. Das ist wirklich verrückt und das muss umgekehrt werden. Das heißt, es sind im Grunde sehr, sehr viele Punkte, an denen aus Ihrer Sicht, aus Sicht Ihrer Parteifreunde sicherlich, der dann auch hart zu arbeiten ist. Und Sie haben es ja vorsichtig gesagt, es geht ein wenig,
wohl in die richtige Richtung, aber es scheint, Sie würden gerne noch deutlich mehr Schwung reinbringen. Ja, ja, unbedingt. Also es muss mehr Schwung rein, sonst werden wir die selbst gesteckten und beschlossenen Klimaziele, die ja auch die internationale Völkergemeinschaft vereinbart hat als Vertrag, nicht einhalten. Und ich finde, das muss man auch noch mal immer deutlich machen. Also auch wenn jetzt Siemens sagt, wir haben aber einen Vertrag unterschrieben, dass wir beitragen zur größten Kohlemine der Welt. Es gibt auch andere Verträge. Und es ist eben aus meiner Sicht ein höheres Gut, die... Sie hätten dem Hausjuristen von Siemens geraten, mal ganz pfiffig zu sein und zu überlegen, ob er nicht höhere Gewalt anbringen könnte, weil sie sonst gegen ein internationales Abkommen verstoßen, was ihre Regierung geschlossen hat. Genau. Ich muss sagen, sie haben hochinteressante Ideen. Ja, ich meine, das ist für einen Konzern wie Siemens ist es Peanuts, aus so einem Vertrag auszusteigen. Ja? Aber es wäre natürlich ein Signal zu sagen, nee, also das... kann man heutzutage nicht mehr machen, dass man noch mehr Kohle aus dem Boden holt, obwohl jeder weiß, dass es dazu führt, dass Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Das ist doch total verrückt. Und das vor dem Hintergrund der abfackelnden Wälder in Australien. Also das finde ich schon, das macht mich wirklich fassungslos, wie man zumindest dann damit haben wir jetzt in Deutschland offenbar jetzt keinerlei Probleme mehr. Es wird keine neuen Abbaustellen mehr geben, offenbar nicht. Und insofern sehen wir ja dann doch, dass wir glücklicherweise hier tatsächlich anders gelagert sind. Solche Sprüche, wie man es dort von der Regierung hört, auch diese Nonchalance, mit der über die Brände hinweggegangen wird und so, das, ich glaube, das wird sich hier keiner mehr leisten. Ne? Ja, dann danke ich Ihnen mal ganz herzlich, Frau Leidig. Wir sehen, es klingelt wahrscheinlich der Parlamentsdiener, der Sie dringend wieder zum Hammelsprung... Ich habe mir selber die Uhr gestellt. Ach so, Sie haben Ihren eigenen Parlamentsdiener im Gerät. Ich danke Ihnen also ganz herzlich und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer politischen Tätigkeit und natürlich, dass Sie für Klima und öffentlichen Verkehr und die Bahnen möglichst viel herausholen. Ne? Ja, ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann. Vielen Dank fürs Gespräch.